So, Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen. Ein bisschen. Ich würde mal sagen, schauen wir mal so ein bisschen, was hier schaut so kartenmäßig aus. Ah, da gibt's ja, ich suche schon mal da Mission, da Mission, da Mission. Mashallah, ich bin einmal froh, wenn ich mal das Gebiet fertig habe. Ha, interessant, begib dich zum Portal. Ich würde einfach mal sagen, die Mission wird uns eh hinschicken. Ich hätte sowieso gesagt, so ein bisschen das Gebiet einmal fertig gemacht, damit wir mal sagen können, okay, passt, dass wir da nicht allzu viel dann da und da und da aufgeploppt kriegen, sondern wirklich mal so eins nach anderen. Und dann hätte ich sowieso auch noch gesagt gehabt, so teilweise, wenn wir so auf dem Weg was haben, tun wir einfach gleich mal so ein Häkchen machen dazu und passt schon. Eine Menge. Gut zu wissen, Herzchen. Ich fange nämlich gerade erst an. Das habe ich mal gesagt gehabt, da schau ich mir gleich das an. Das ist gleich am Säckel. Das ist super, schauen wir sich das mal an. Was hast denn du für ein Problem? Ja, red einmal. Was? Gott, dass der dich versteht, what the fuck. Aha, Hoffnung und Liebe. Weil der hat zum Geben wahrscheinlich, bis der Eppert gleich von hier. Er sagt nicht einmal was. Okay, besiegt den Kerberos einer anderen Welt. Klingt sexy. Klingt verdammt sexy. Ne, ich bin gespannt. Ne, ich bin gespannt. Ob wir den überhaupt besiegen können. Wer weiß. Man sollte nie so siegessicher sein. Das könnte relativ gut noch ausgehen. Ah, sag ich doch. Geht's ja aus. Ist der da unten oder was? Na, ich würde mal so ein bisschen nicht runterspringen. Nicht runterspringen. Ach, der Scheiße. Bisschen nicht. Also, das ist er schon. Na, Alter, Mashallah, servus, grüß dich. Hätten wir da was Schlimmeres erwartet. Ah, okay. War kein Problem. So explodierend. Ja, ich seh schon. Und die kommt jetzt genau bei den Geräten mal wieder. Super. Ich seh genau jetzt nicht das Leben. Super. Weil die Katze dazwischen ist. Ja, schon wieder. Na cool. Die Katze schlagt hier super. Es bringt mir nichts, Katze. Es bringt mir nichts. Perfekt, dass ich wenigstens die Leisten hab. Alter, das ist eine Frechheit gewesen jetzt. Ich muss halt nur ein bisschen mehr aufpassen. Ein bisschen besser muss ich noch aufpassen. Wow. Ja, der tut immer dann Schädenschlagen hat er wieder. Wenn ich nur einmal zum Ausweichen finde, reicht das schon für mich. Das reicht dann schon. Einmal zum Ausweichen, tschüss. Ja, das sind wir jetzt bei ihm halt einmal. Gefällt mir nicht so ganz. Wenn die Katzen nicht wäre, dann würde ich mir definitiv auch einfacher tun. Aber ist ja wurscht. Ich bin da teilweise nur noch am Ausweichen, ich weiß nicht. Ah, scheiß drauf. Ah, immer bei der unsgleichen Attacke. So ein Drecksgame. Nee, nicht der Verzeih. Jetzt haben wir nur noch das letzte. Guck, das geht's aus, Junge. Und jetzt die Katze weg.
Der Toni, der Asimir-Toni. Ein Wahnsinn. So ein Bitch. So. Oh, Alter, die Jungen slicen sich die ganze Zeit nicht. Boah. Boah, bitter. Bitter, aber geht. Wieso so weit weg? Man doch gehabt, wenn dann den schon, gehen wir gleich zu dem an. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Das ist die nächste von der anderen Welt. Okay, bis zur nächsten Folge. Ciao. Alter. Das könnte bitter werden. Das könnte dann wirklich bitter werden. Jetzt habe ich dann wirklich nur noch die Granatäpfel und das war's. Oje. Oje. Ah, na dann, perfekt. Schön, dass ich das entdeckt habe. Die Verteidigung muss unbedingt gestärkt werden. Unbedingt. Verteidigung ist bei uns extrem schwach. Extrem schwach. Ja, bitte irgendwas aufhören lassen. Ich brauch das unbedingt. Mhm. Kann ich nicht zufällig herstellen, oder? Na, safe nicht. Schön, dass ich das machen kann. Na, geht nicht. Da muss dann extra dort hinlaufen. Oder bei so einer Trankstätte oder sonst was. Da weiß man es aber sonst nicht. Okay, ich würde mal sagen, wir sollten da nicht ankommen. Ja, und man hatte sich schon gedacht gehabt, dass Wasser gefährlich ist, aber das. Na gut, das hat es natürlich auf die nächste Ebene. Da würde ich eigentlich sogar sagen, dass das schon ein bisschen so Richtung Finale mäßig geht. Auf alle Fälle, weil da ist sowieso der Berg. Beim Berg ist sowieso Endstation. Beim Berg muss Endstation sein. Wenn dort nicht Endstation ist, dann weiß ich auch nicht. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht in meiner Spielerkarriere. Was für Karriere? Oh. Okay, gut. Gut. Oje. Oje. So violettes. Das ist viel sicher. Bist du narrisch? Nee. Hat schon gereicht. Bin schon wieder unterwegs. Jetzt habe ich das Gefühl, dass das Hundsviech einfach irgendwie nicht machbar ist. Irgendwie jo. Passt. Gut, das muss ich auch leider nicht sagen. Schleichte die. Aber ey, mal wieder eine neue Trophäe. Maschala. Ich brauche Ausdauer. Bitch. Wie lange die mich da noch immer verfolgen, Brudi? Brudi! Komm hier da. Hoffe da. Jo, genau. Ja, schaut schon besser aus. Das ist halt wirklich nur die Frage, wie stark der nächste jetzt ist. Wer weiß. Ach du Scheiße. Aber immerhin, haben wir wenigstens was zum Sammeln gehabt. Und die Bernsteindünger. Brauchen wir auf alle Fälle. Okay, falls da jetzt niemand irgendwas dagegen hat, würde ich mal sagen, tappt er ab. Ein paar mehr Granatäpfel, na super. Da sind wir wenigstens schon mal auf Nani. Können wir sie wenigstens ein bisschen wehren. Und die Leiste brauchen wir voll. Die Leiste brauchen wir auf alle Fälle voll. Weil dann haben wir wenigstens so einen kleinen Notfallsgroschen. Wirklich ohne Spaß. Wenigstens irgendwas Notfallsmäßiges, falls wir wirklich mal gehen. Aber es kommt erst in 20 Minuten. Jo, dauert ein bisschen. Aber das ist gut gesagt.
Alter, nur Bärenstein-Dinger, Alter, bist deppert. Oh, da kommen wir dann zurück, Alter, mit nur... Können wir 100.000 Upgrades machen für die Getränke, aber mehr auch nicht. Ich hab's mir schon doch kaputt, Alter. Arschgebiet für mich, ganz Arschgebiet. Also als Anfänger sollte... Bist du deppert, Alter, das ist aber schon ein Arschloch gewesen, bist du narrisch. Oh, den dann bestimmt hat mir anscheinend auch gefunden. Alles klar. Sie gucken mal. Wart. Gönn dir. Wenn das gewusst hat, Alter, dass das Hurnsgebiet so ist, Alter. Ich drauf geschissen, Alter. Auf das Hurnsviech. Ja, jetzt stellt sich aber halt nur die Frage, wie das Viech ist. Dadurch, dass wir eigentlich auch relativ Balken sind, danke schön fürs Abschießen. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn der mich trifft, bin ich hier. Nur so ein kleiner Gedanke. Also, kann ich mir schon gut vorstellen. Kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Na gut. Durch das, dass er hinten eigentlich so kein erlaubtes Gebiet ist, wo ich hin darf. Also, deppert, so richtig deppert jetzt mal wieder gesagt. Aber so ein Gebiet, wo eine Mission ein Hauptstory von uns ist, sollte das ja machbar sein. Aber ist ja wurscht. So, fliegt da schnell um, ich hoffe, das geht's ja aus. Oh ja. Ist sich jetzt schon auf fette Leisten. Wo bist du, Alter? Bist du in der Luft oder was? Das Hurnsviech. Aber es schaut silbermäßig aus. Vielleicht kein Kurzzeichen. Da ist. Wir müssen halt nur schauen, dass wir da vielleicht irgendwie eine Ruhe haben. Nein, dass da irgendeiner dazukommt. Mein Diggi! Müssen wir unbedingt drauf achten. Super. Waren da letztes Mal nicht. Ja, ich weiß jetzt schon, dass ich meier gehe. Ich weiß jetzt schon. Ich kann schon in die Zukunft schauen. Na, okay, so viel Schaden nimmt jetzt Viech das auch wieder nicht. Aber ich muss halt aufpassen, ausweichen, viel ausweichen. Und viel auf ihn schießen. Sonst wäre es möglich, sonst ist es definitiv möglich. Okay, wenn er den ganzen Zeit den gleichen Move macht. Dann tue ich dann lieber nur herumschießen. Alter! Scheiß Ausdauer! Ist zu schwach! Schlag halt mal hin! Okay! Oh, nice! Viel Spaß damit, gell? Alter, schön ausgewichen! Bist du deppert dreimal hintereinander, Alter! Schön! Geht. Also definitiv nicht so große Schwierigkeiten mit dem davor. Da habe ich mehr Schwierigkeiten gehabt, einmal hinzukommen, Alter. Zu den Gegner. Au. Oh, das ist bitter. Gib ihm böse. Fries? Fries, Digi? Was? Nein, Alter. War das so eine Season-Waffe oder so und das haben sie dann weggemacht oder was? Wie gesagt, Schmutz, Destiny, Schmutz! Na, eh nur Spaß, was der. Gut. Ah, schon wieder bei der gleichen Attacke. So ein Blödsinn. Lieber ein bisschen ausweichen. Ah, okay. Ja, sicher. Ist ja kein Problem erst. Jeder hat immer seine Lieblingswaffe. Ist halt dann immer nur so schade wie bei The Division früher.
habe ich das immer so dermaßen gefeiert, meine Vector, boah, die war so gut. Nur war halt das Problem, dass halt leider dann später nicht mehr mitnehmen konntest, weil sie einfach viel zu schwach war, viel zu schwach. Ich habe das damals so gefeiert, oder meine Vector. Liebe geht raus. Dead Division 1. Wow, Wahnsinn. Zwar haben sie es dann ein bisschen genervt und das Ganze, aber dennoch, aber auch nur für den PvP. Wenn ich irgendwie so weitermache, dauert zwar eine Ewigkeit, aber es ist machbar. Nur wenn der mir mal wieder gescheit erwischt, wo die vergiss. Ich würde gerne, dass der uns feilschneller daherkommt. Ich probiere mal alle Tränke aus. Mashallah. Oh, es war wieder ein Risiko, Alter. Es war schon wieder ein Risiko, Alter. Aber dafür geht sich das vielleicht sogar aus dem Hand an. Hätte man jetzt nicht doch. Gerade so auf dem Weg dort hier, oder der wird uns so fertig machen. Also sind wir sogar leichter durch wie beim ersten. Finde ich interessant. Warte. Bringe die Rose und die Pole zum Mausoleum des Zeus. Oh. Sogar noch weiter weg. Alles klar. Na, Alter. Da werden wir sicher Viecher treffen. Bist du deppert? Viecher treffen am Bären. Ein Wunder. Hätte ich mir nicht gedacht. So schlimme Viecher. Gar nicht mal so stark jetzt gewesen. Da war das. Da hat man es. Mein Digi! Da hat man so richtig gemerkt gehabt, dass das Gebiet wirklich ein Fickereigebiet war. Also wirklich so das Endgebiet. Das beim Vulkan. Boah! Das hast du richtig gemerkt gehabt bei den Gegnern. Bist du narrisch. Gelobt sei Athena! Nicht Ares! Auf keinen Fall! Ich schlag trotzdem hier, Mashallah. Oh. Oh, warte, ich helfe euch, der Leil. Ich helfe euch. Ihr braucht sicher Hilfe. Wieso nimmt der keinen Schaden, Alter? Wuschen, der nimmt keinen Schaden, Alter. Jo, schieß auf mich, hast du recht. Hast du sonst nichts Besseres zum tun, oder was? In die Fress. Wenigstens ein tapferer Krieger noch am Start. Ja, der, das bleibt easy wert. Okay, war doch verschlecht, bitte. Ich schleich mich. Das sieht man schon immer. Nein, mal irgendwie einen scheiß Trank oder sonst was. Boah. Lauf, Horst, lauf. Lauf, fliege, da kommt hinterher. Willy Birdie da. Das sind wir wirklich noch gefickt. Was bist denn du für ein Schwein da? Ah, eh, schon wieder. Ja, wär vielleicht gar nicht mehr so zuwider. Ah. Na wort. Hundsausdauer weißt du, aber es geht sich gut aus. Geht sich gut aus, passt. Hi. Hi. Oh Gott sei Dank haben sie nicht etwas Wasser. Gott sei Dank. Alter, ich würde so lachen, wenn es der Bär schaffen würde. Bist du deppert. Wenn sie sich wenigstens gegenseitig flexen würden, das wäre ja wenigstens was. Warte kurz. Für die Familie ist soweit. Die. Interessant. Ha. Huh. Ha. Huh. Hätte man nicht gedacht gehabt, dass das für die Familie soweit ist. Weil ich mich ja doch auf das jetzt konzentriert habe. Aber ist ja wurscht. Sei im Kampf nicht verfügbar, der sieht mich nicht, der Huren. Alter, aufpassen, was du jetzt tust, gell?
Also, ich mochte den Teil, wo Odysseus dem Kyklopen sagte, er hieße niemand. Dann stach er ihm das Auge aus und der Dummkopf rief, oh, niemand hat mich geblendet. Diese Sterne können ziemlich gerissen sein, nicht wahr? Und weg. Aber ganz schnell weg. Leg mir mal. So schnell hast du mich noch nicht weggesehen. Ich mache euch perfekt. Ihr werdet leiden. Aber es wird sich lohnen. Na dann, let's go. Als Odysseus nach Ithaka zurückkehrte, wimmelte sein Heim von Freiern, die seine Frau und seinen Thron wollten. Kann ich verstehen. Penelope forderte sie auf, was, kein Problem, mit Odysseus Bogen einen Pfeil durch 12 Axtlöcher zu schießen. Gebet, das ist ja nix. Na geh, Kinderkacke. Bin ja schon halb eingeschlafen. Nachgeworfen. Alles klar. Kann man auch bringen. Kann man auch bringen. Einfach mal nachgeworfen. Maschallah. Müssen unbedingt schauen wegen dieser Hundsgranatäpfel. Dieser Hundsgranatäpfel. Boah. Die machen uns noch mehr, Alter. Die machen uns noch mehr. Ich muss so weiter tun. Bin wieder da, wer noch? Ich sehe dich jetzt schon irgendwie in einer anderen Farbe, das gefällt mir jetzt schon nicht. Aber Schneegebiet. Nur. Wie soll ich da rüberkommen? Wie soll ich da rüberkommen? Oder. Und ich soll, wie geht da um, ne? Das ist ein Stepper, Alter. Da brauch ich Ausdauer. Da brauch ich wirklich eine gescheite Ausdauer. Okay. okay. Sollte denn mir irgendwas sagen? Ich weiß nicht. Was nicht? Von Mani. Achso. Okay. Nein. In der Szene gebe ich mich nicht ab. Nee. Kenn ich nicht. Zwar den Abschied da hinten kenne ich zwar, dahinter. Aber Mani Boy hat mir jetzt nie wirklich so jetzt. Das jetzt so. Boah, gönn ich mal. Nee, nicht wirklich. Schaden wieder erhöht. Gut. Gut zu wissen. Ja, tu mal da ein bisschen aber Plansche machen, das passt dann schon. Und? Okay, ja, das war ein bisschen zu viel. Scheiße. Bist du sicher, dass das jetzt funktioniert und dass der richtige Trank ist? Naja, ich weiß nicht. Der hat sich da eine Sache, Alter. Ich sag's euch. Pfah. Ich hau mir aber dennoch. Schwer, ob man sagen kann. Servus, Kirsti, die! Servus, Kirsti! Der da aufgekommt. Ui. Ich hab jetzt schon ein schlechtes Gefühl. Alter, durch das Dorf vielleicht? Na, das ist keine Haltestelle. ja, passt, ist eine Haltestelle. Na moin. Na komm, Alter. Es muss ja ausgehen. Wieso habe ich das Gefühl, dass es nicht ausgeht? Bruder. Das ging sie jetzt ums Ohrschlecken aus. Bist du deppert? Boah. Aber immerhin, hey, Leben ist wieder zurück, Maschala. Und da jetzt um. Bist deppert. Na dann, let's go. Ah, da bin ich jetzt schon ein bisschen verkackt. Das hab ich schon gesehen. Okay, geht sich dann doch relativ gut aus. Hätte ich mir
den ersten Blick jetzt eher weniger gedacht, dass sie das so schön ausgeht. Ich hätte mir wirklich gedacht gehabt, dass wir Meier gehen. So schön Selbstvertrauen, der Haverer. Bist du deppert? So viel Selbstvertrauen. Mashallah. Gehabt immer nur das Schlechte. Oi, oi. Na, na, na. Geht's eh aus. Passt. Gott sei Dank. Jetzt schauen wir noch ganz kurz. Das ist schon dieses Gebiet. Okay. Na, interessant. Also da hätte ich mir nie gedacht gehabt, dass wir da so schnell einmal da her vorbeischauen. Aber na gut. Gespannt, wie stark die Gegner sind. Ich hoffe nur nicht so extrem, dass ich jetzt nicht einmal mehr durchlaufen könnte. Aber wer weiß. Ist ja schon mal eine schwere Geburt, einmal hier zu laufen. Ja, alles bestens. Danke der Nachfrage ebenfalls. Wie geht's dir so, Digi? Alles Paletti. Ich hoff's. Mir geht's sowieso immer gut, wenn ich streamen tue. Dann geht's mir immer am besten, wenn ich da wieder Plätze mache mit euch. Beste, was gibt. Moin, servus, grüß dich, Digi. Alles klar, alles Paletti. Mich wundert eigentlich, dass ich jetzt noch nicht wirklich so einen Gegner kennengelernt habe, aber da habe ich schon anscheinend ihn da drüben oder so ein Ding das gesehen von Weiden. Oh je, ich hab's schon verschrien. Mir geht's gut, danke der Nachfall. Ich hab sowas von verschrien. Und dann noch so ein blauer an, na super, leck mir mal. Bin schon weg, interessiert mich nicht. Love Forest, love. Lauf! Nein, der rumschauen! Bist du deppert! Oh, nice, Digi, nice! Wenn Typhon tot ist, knöpfe ich mir dich vor! Okay, anscheinend sollte dann Typhon nicht tot sein. Mashallah! Oh je. Na gut, ich wollte doch besser nicht nachfragen, wer will kämpfen. Ich sehe doch schon wieder nur die Blauen. Versteck dich wie eine kleine Pussy. Pussy Move. Gönn dir die. Ah, Beste. Und? Und? Oder bin ich noch immer? Ich bin noch immer im Kampfgeschehen, super. Olympia, eine jämmerliche Armee von Halbgöttern hält mich aus. Jetzt ist eh klar, jetzt kann ich sowieso scheißen gehen. Jetzt kann ich... Lauf! Jetzt sind nicht nur die hinter mir, sondern die anderen auch. Na super. Aber da hätte ich wenigstens was. Okay, wenigstens währenddessen für die Aufgabe vielleicht, wenn ich mich da auskenne. Mal wieder nicht Ruhe. Immer gut. Also haben wir immer wieder so Gestalt. Ja, das kann ich mir vorstellen, gerade bei meiner auch. Wahnsinn, wie schnell das geht teilweise. Wahnsinn. Gab's ja gar nicht. Aber dennoch, wenn ich mir meine Katzen, also meine alten Katzen anschaue, bei meinen Eltern, bist du, Alter. Dagegen schon die noch immer wie Zwuckis aus. Pfah. Die sind wirklich Monster, oder Monster-Sammel. Okay, da. Der Maxi, der ist aber auch, glaube ich, 5 Kilo schwer, also das ist wieder ein anderes Thema. Eine dicke Katze. Aber urlieb. Schneeweiß mit schwarzem Fell. Ursexy. Und urverliebt. Wenn's da herumschmust, bist du, wenn der dich gern hat, boah, kann das den ganzen Tag so gehen. Ah, das Gelbe habe ich gar nicht gesehen gehabt. Gut. Ah, schön.
Nee, ich hoffe, dass das die Reise wert wird. Ja, ja, was ich, das Köbel brauche ich noch, Ja, irgendwo deutet er hin. Ist halt nur die Frage, ob der Wiki was outdeutet. Und nicht nur irgendwas macht. Alter, da was sammeln. Boah, das wär's. Boah, das wär's jetzt gewesen, Alter, wenn ich plötzlich was zum Sammeln gehabt hätte. Jo, der Garrett ist so deppert dafür. Jo, definitiv.